in der alten Zeit, Fußballzeit, hat Rapid ein Spiel in der Steiermark, Meisterschaftsspiel. Die Mannschaft fährt mit dem Bus, nur der Hans Krankl, Stürmer, und der Torhüter Funke Feuerer sagen, nein, wir fahren lieber mit eigenem Auto, das ist uns zu umständlich, mit dem Bus fahren wir nicht. Na, die fahren mit dem Auto hin, kommen dort an auf den Platz, Krankl ist da, Feuerer ist da, der Bus kommt nicht. Der Gegner wartet, der Schiedsrichter schaut auf die Uhr, sagt zum Krankl, was ist los, wo ist die Mannschaft? Also wenn sie in 5 Minuten nicht anfängt, habt ihr 3-0 verloren. Schaut der Krankl den Feuerer an, der Feuerer den Krankl, sagt, pass auf, mehr als 3-0 werden wir nicht verlieren, wir spielen. Sagt den Schiri, pass auf, wir zwei spielen gegen den. Ne? Der Schiri sagt, okay, pfeift das Match an. Der Krankl fuhr einen Sturm, der Funke holt alles, der Krankl macht 1-0, 2-0, die Rapidler sind fuhren, eine Euphorie. Das war zur Pause. Endstand 3-2 für die Steirer. Warum? In der zweiten Spielhälfte ist die Mannschaft gekommen.